Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Und wie ihr seht, der Super Bowl steht kurz bevor. In der Nacht vom 5. zum 6. spielen die Patriots gegen die Falcons. Das wird ein super geiler Abend. Was wir dazu speisetechnisch brauchen, zeige ich euch gleich. Dafür tauschen wir den hier gegen die geilen Brötchen ein und machen den Super Bowl Burger. Dazu noch ein paar Pommes mit ein bisschen Käse. Das wird eine richtig geile Sache. Mir ist hier zu kalt, deswegen gehen wir jetzt rein. Wir starten mit unseren Pommes oder unseren French Fries, weil die am längsten dauern. Ganz einfach, ihr macht Kartoffeln, ihr stiftet, ein bisschen Rapsöl habe ich rübergehauen und mit Magic Dust abgewürzt. Die ganze Kiste geht jetzt für ca. 45 Minuten bei 150 Grad direkt auf den Grill. So, wir machen weiter mit unseren Patties. Normalerweise bin ich ja sehr puristisch. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir haben unser Rinderhackfleisch. Das wird abgewürzt mit Paprika, Salz und Pfeffer. Und dazu kommt eine riesengroße Portion geriebener Parmesankäse. Und ein Ei. Alles schön durchkneten und Patties formen. Wir hatten letztes Mal beim Game Day Burger die Multicorn-Version genommen von den Buns. Heute nehmen wir die hübschen hellen. Das sind jetzt unsere Patties, die sind ein bisschen in Brötchenform geformt. Denkt dran, in der Mitte immer eine Kuhle reinzudrücken, damit ihr nachher keine Buletten habt. Wir verzichten heute gänzlich auf Ketchup und Barbecue-Soße und bestücken unseren Burger mit Sour Cream und einer Salsa, die wir uns jetzt schnell selber machen. Die wird bestehen aus Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen grüne Gurke, Olivenöl, Salz, Pfeffer und einer Piri-Piri-Soße. Ihr könnt aber jede Hotsoße nehmen, die ihr wollt. Das schneiden wir schnell klein und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt unsere fertige Salsa und unsere Sour Cream. Noch ein bisschen Gouda-Käse und jetzt geht's raus in die Kälte ab an Grill. Wir sind endlich am Grill. Es ist schweinekalt. Wir haben minus 4 Grad in Berlin, deswegen entschuldige ich die dicke Jacke. So, unsere Freunde sind jetzt seit 40 Minuten drauf. Die sehen köstlich aus. Es riecht auch fantastisch. Jetzt kommen die Burger-Patties auf den Grill. Nach 3 Minuten hatte ich gewendet, jetzt sind noch mal 3 Minuten vorbei, überall ordentlich von dem Käse rauf und den restlichen Käse über unsere Pommes. Oben noch die Brötchen rauf, damit die ein bisschen Wärme ziehen und das Ganze lassen wir jetzt noch mal anschmelzen und dann sind wir auch schon fast fertig. Unsere Burger sind jetzt fertig, ich zeige euch noch kurz den Zusammenbau. Ein bisschen Sour Cream auf die Unterseite, nicht zu viel, sonst läuft euch das überall raus. Dann kommt unser Patty darauf, wenn ich es hier runterkriegen sollte. Ja. Heiß, 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 heiß. So. Oben unsere Salsa rüber. Das gibt den besonderen frischen Kick. Und den Deckel oben rauf. Und unser Burger ist fertig. Ich mache einen Teller fertig und zeige es euch gleich. Wir sind fertig. So sieht jetzt mein Super Bowl Teller aus. Die ganze Geschichte ist tierisch lecker. Es riecht schon sehr geil und optisch mit diesen Eat the Ball Buns wirklich eine glatte 1. Ich wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare. Schreibt mir auch eure Tipps rein, wer gewinnt dieses Jahr. Die Pats oder die Falcons. Das war's. Ich gehe jetzt rein. Mir ist kalt. Das war Bobby. 030 Barbecue, ich bin draußen, wir sehen uns am Grill.